Das Wolfix-Team begrüßt Sie. In diesem Video stellen wir zu Ihrer Aufmerksamkeit das Modul Market Replay. Dank diesem Modul können Sie Strategien mit Hilfe der Geschichte testen, alle Instrumente der Volumenanalyse benutzend. In folgendem Video wollen wir Sie detailliert mit Funktionen dieses Moduls bekannt machen und alles, was der Benutzung des Moduls antrifft, erklären. Market Replay wird völlig sowie in Grafiken als auch in Timing Sales, Trading Dome und Market Watch realisiert. Market Replay findet man in der Abteilung Komponent des Hauptfensters. Das Fenster wird gerade geöffnet. Zusätzlich öffnen wir eine der Grafiken. Die Grafik muss man in Market Replay Modus umwandeln. Setup, Market Replay. Wählen wir Ticker, Timeframe, Art des Diagramms. Und dann im Fenster Market Replay wählen wir das Datum des Strategietesten Anfangs, zum Beispiel der 23.05. Menge der Tage, die wir für Handel benutzen, und fügen wir das Instrument hinzu. Man kann gleichzeitig 5 verschiedene Instrumente simulieren. Das heißt, hier können Sie auch andere Instrumente, die Sie interessieren, hinzufügen. Für jedes Instrument öffnen wir getrennte Grafiken. Was noch wichtig wäre, die Taste Replay Dome, die Market Depth Geschichte herunterlädt und wiedergibt. Das heißt, dass ohne die Taste wird Market Depth nicht verfügbar. Also wenn Sie für Ihr Trade Market Depth brauchen, müssen Sie Replay Dome aktivieren und Start klicken. Und so bekommen Sie Kotierungen von 17 Uhr. Das ist der Anfang der Trading-Session bei CME. Im Fenster Market Replay kann man die Geschwindigkeit des Datenstromes regulieren. Zum Beispiel 2-mal, 4-mal, 5-mal und so weiter. Außerdem kann man bestimmte Zeitrahmen durchblättern, von 1 Minute bis zu 12 Stunden. Zum Beispiel nehmen wir den Zeitraum von 6 Stunden und klicken wir Forward. Da können wir sehen, dass die Zeit 6 Stunden nach vorne geht. Für Trading müssen wir das Fenster in den Trading-Modus umsetzen. Wir aktivieren die Taste Trading da oben. Die linke Preisseite ist mit der Arbeit mit den Volumen vorgesehen und die rechte Preisseite mit der Arbeit mit Ordern. Da kann man sie installieren oder ablehnen. Öffnen wir zum Beispiel eine Vereinbarung. Zu der geöffneten Vereinbarung können wir verschobene Ordern, Stop-Loss und Take-Profit hinzufügen. Add-Bracket, Stop-Loss, Take-Profit. Da oben ist Stop-Loss, da unten ist Take-Profit. Zusätzlich zu der Grafik können wir auch Diamond Sales öffnen. Öffnen wir das Modul. Wandeln wir das Fenster in Market Replay Modus um, wählen wir das Instrument aus und klicken wir Apply. Gleichzeitig mit der Grafik können wir Diamond Sales analysieren. Auf solche Weise können wir Trading Dome öffnen. Market Replay. Wählen wir das Instrument aus, klicken wir Apply. Da sehen wir die geöffnete Vereinbarung. Market Depth kann man in der oberen linken Ecke des Fensters aktivieren. Schließen wir zuerst unsere Vereinbarung und kehren wir dann zum Fenster Market Replay zurück. Nach dem Training können wir alle unsere Vereinbarungen auf den Computer exportieren und sie in der Excel-Tabelle analysieren. So sehen wir in Abteilung Positions alle geschlossene Vereinbarungen. Da sehen wir Folgendes. Seite der Vereinbarung, Ergebnisse der Vereinbarung in Dollar, in Pips, Größe, Gebühr, Aufmachen, Zumachen Preis, Absenkung im Preis sowie im Prozent vom Preis des Instrumentes. In der Karteikarte Trades befinden sich alle geschaffenen Ordern. Das wäre alles. Wenn Sie irgendwelche Fragen zu diesem Modul haben, können Sie sich gerne an unsere technische Unterstützung wenden. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Alle Kontakte finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch.